Das Zeitalter Karls des Großen soll wieder erwachen. Er siegelt mit der Inschrift Renovatio Imperii Romanorum, Erneuerung des Römischen Reiches. Vor allem Erzbischof Heribert von Köln soll ihm bei der engeren Zusammenführung seiner Länder helfen. Der Kaiser erhebt ihn zum Kanzler des Reiches und Italiens. Mit Schwert und starker Hand sollen die Markgrafen Hugo von Tuscien und Konrad von Spoleto die Zügel der Herrschaft halten und vor allem Rom nicht aus dem Auge lassen, da von hier der Widerstand ausgeht. Schau an deine Stadt Rom, erneuere sie. Rom soll unter der Herrschaft Ottos des Dritten blühen. Die tapferen Reiche der Slawen fehlen uns nicht. Kräfte spenden auch das männerreiche Germanien und Gallien. Dichten selbstbewusst Erzbischof Gerbert von Aurillac und der Hofkapellan Leo, die kaiserlichen Berater. Plötzlich aber zerbrechen die hochgesteckten gemeinsamen Ziele mit seinem päpstlichen Vetter. Gregor V. ist 999 überraschend verstorben, mit nur 27 Jahren. Otto III. Erfährt von dessen Tod auf einer Sühnewallfahrt zum Monte Gargano, die ihm wegen der Hinrichtung von Crescentius und des Gegenpapstes auferlegt wurde. Otto bestimmt als Nachfolger Gerbert von Aurillac. Als Papst Silvester II. Leitet er mit dem Kaiser seine erste römische Ostersynode. Gemeinsam erheben sie den Hofkapellan Leo zum Bischof von Vercelli. Zu Beginn der Jahrtausendwende zieht Otto bei Sturm und eisiger Kälte über die Alpen. Er hat nach Weihnachten Rom verlassen, um am 17. Januar am bayerischen Staffelsee dem Erzbischof Giselher von Magdeburg eine Stiftung für das Seelenheil seiner erst kürzlich verstorbenen Großmutter Adelheid zu übergeben. Danach beeilte sich der Kaiser, als er von den Wundern vernahm, welche Gott durch den heiligen Blutzeugen Adalbert verrichtete, nach Gnesen zu reisen. Wie nun Bolesław Chrobry, der Sohn des verstorbenen Herzogs Mieszko von Polen, den Kaiser aufnahm und wie er ihn durch sein Land nach Gnesen hinführte, ist ganz unglaublich und unbeschreiblich. So der Eindruck Dietmars von Merseburg. Nie zuvor hat Otto III. Die hölzernen Schutzwälle der slawischen Burgen gesehen. Wie die anderen befestigten Orte ist auch Gnesen, zum Schutz gegen die Prutzen, mit Palisaden und hölzernen Wachtürmen bewehrt. Wie in den Städten seines Reiches hört der Kaiser aus den strohbedeckten Holzhäusern die Hammerschläge der Zimmerleute, der Pferde- und Waffenschmiede. Kurz vor seiner Gnesenfahrt hat Otto in einer Werkstatt eine Kopie der Heiligen Lanze anfertigen lassen, deren Blatt ebenfalls eine Nagelreliquie des Herrn enthält.
Diese schenkt er dem Herzog Boleslav, macht ihn zu seinem Freund und verpflichtet ihn zum Kampf gegen das Heidentum, gegen die Prutzen und Liutizen. Weiter weiß Dietmar zu berichten. Darauf empfing Bischof Ungar von Posen den Kaiser als barfüßigen Pilger betend und führte ihn in die Gnesener Kirche, wo er mit einem Strome von Tränen den heiligen Märtyrer Adalbert anflehte. Dann stiftete er daselbst das Erzbistum Gnesen. Später werden Bronzereliefs am Domportal von Gnesen die Lebens- und Leidensgeschichte des heiligen Bischofs Adalbert von Prag zeigen, der engste Vertraute Ottos war. Innig war der Mann Gottes mit dem Kaiser befreundet. Bei Tag sowohl wie in der Nacht hatte er Zutritt zu seinem Gemach. Nur wenige ahnen, wie tief getroffen Otto ist, als er in Gnesen erfährt, dass die heidnischen Prutzen, das Haupt Adalberts, sogar auf einem Pfahl aufgesteckt den Vögeln preisgaben. Mit dem verbündeten Herzog Boleslav Chrobry kehrt der Kaiser ins Reich zurück. Im April des Jahres 1000 erreicht er die Pfalzkapelle zu Aachen. Sein Interesse gilt jetzt Karl dem Großen, dessen Grab er öffnen lässt. Obgleich so mancher Untertan dies als Frevel empfindet, hat Otto sein Ziel erreicht. Die Erinnerung an den Vater des abendländischen Kaisertums ist hergestellt. Die Ausrichtung seiner Reichserneuerung deutlich. In einer Heiligsprechung Karls des Großen würde sich sein sehnlichster Wunsch erfüllen. Schon einmal, vor 17 Jahren, ist Otto III. Diese Treppe hinaufgeschritten, um sich auf den Thron Karls des Großen zu setzen und die Huldigung der Großen des Reiches und Italiens entgegenzunehmen. Dietmar von Merseburg erinnert sich: Des Kaisers erhabener Sohn wurde 983 am Geburtsfest des Herrn zu Aachen von den Erzbischöfen Johannes von Ravenna und Williges von Mainz geweiht. Sodann setzten sie dem Kind diese Krone aufs Haupt. Schon damals sollte durch die Wahl der beiden Erzbischöfe die Zusammenführung des Reiches und Italiens in der Person des Gekrönten deutlich werden. Im Juni des Jahres 1000 reitet Otto wieder nach Süden. Diesmal durch die endlos sich erstreckenden Laubwälder des Herzogtums Schwaben, vorbei am Bodensee und der Reichsabtei Reichenau. Dem dortigen Benediktinerkloster verdankt er viel, weitaus mehr, als er dies mit Privilegien zeigen kann. Die Reichenauer Klosterbrüder beherrschen Pergamentherstellung, Wandmalerei und Buchkunst wie niemand sonst. An keinem anderen Ort stehen Reichsmönche loyaler zu ihrem Kaiser. Im Reichenauer Skriptorium entstehen Miniaturen, die die von Gott eingesetzte Herrschaft Ottos deutlich zeigen, die seine Machtansprüche nachdrücklich unterstützen. Für die Buchmalerei verwenden die Brüder Naturfarben, hergestellt aus Pflanzen, Tieren oder aus edlen Steinen, aus dem blauen Lapislazuli oder dem grünen Malachit. Auripigment verträgt sich nicht mit dem Grün, weder mit dem Folium noch mit Männige oder Bleiweiß. So die Anleitung des Mönchs Heraklius.
Im Mörser zermahlen, mit Eidotter und Wasser reichlich vermengt, tragen die Klosterbrüder auf das Pergament die Farben auf. Diesem Rezept folgt auch der Reichenauer Mönch Lyotard, als er für Kaiser Otto III. Das Widmungsbild seines Evangeliars gestaltet. Mit dem überaus wertvollen und geschätzten Lapislazuli-Blau umrahmt er sein eigenes Antlitz. Möge Gott dir, Kaiser Otto, mit diesem Buch das Herz erweiten. Erinnere dich, dass du es von Lyotard erhalten hast. Mit dieser Widmung übergibt der Reichenauer Mönch Lyotard Otto das Evangeliar mit seiner Apotheose, seiner Vergöttlichung. Die Erde zu Füßen, das Haupt im Himmel. Bereits im Herbst des Jahres 1000 ist Kaiser Otto weit vom Reichenauer Marienmünster entfernt. Mit seinem Gefolge nähert er sich wieder der ewigen Stadt. Ottos Rombesuch gilt diesmal seinem ermordeten Freund, dem heiligen Bischof und Märtyrer Adalbert. Auf der römischen Tiberinsel stiftet er ihm eine Gedächtniskirche. Zur Verehrung der Reliquien des heiligen Adalbert und des Apostels Bartholomäus, die der Kaiser hierher bringen lässt, erbaut er ein Gotteshaus mit einer Stollenkrypta. Heiliger Adalbert, steh uns, dem Knecht Jesu Christi, bei, nach dem Willen Gottes, unseres Erlösers und Befreiers, Kaiser der Römer. Nach alter Überlieferung lässt Otto in der Kirche den Adalbertsbrunnen aufstellen und mit Steinreliefs verzieren. Mit dem König der Könige, mit dem heiligen Apostel Bartholomäus und mit dem Patron des Gotteshauses, dem heiligen Adalbert. An der Rückseite des Adalbertsbrunnens setzt sich das Heiligenprogramm fort. Hier hat ein unbekannter römischer Steinmetz Otto dargestellt. Als Stifter mit dem Reichsapfel und der Adalbertskirche in der Hand. Nachdem Otto mit Hilfe des Papstes und des Reichsbischofs Bernward von Hildesheim einen Aufstand in Tivoli befriedet hat, begibt er sich 1001 wieder nach Ravenna, diesmal aber zum Kloster Sant'Apollinare in Classe. Dort wird er eine für die kommenden Generationen wichtige Brücke nach Osten schlagen. Über die Ereignisse im Kloster Sant'Apollinare in Classe
bemerkt Dietmar von Merseburg. Durch die Gunst und Mahnung Kaiser Ottos III. Empfing der ungarische Herzog Veik, der Schwager des Bayernherzogs Heinrich, nachdem er in seinem Reich Bischofssitze eingerichtet hat, Krone und Salbung. Otto und Papst Silvester haben im April 1001 der Königserhebung Veiks und der Errichtung der ungarischen Kirchenprovinz Gran zugestimmt. Diese Orientierung nach Westen wird Ungarn für Jahrhunderte prägen. Voller Freude verkündet der Herold die Anbindung des Königreichs Ungarn an das ottonische Kaisertum, während in Sant' Apollinare in Classe der Papst die Ostermesse zelebriert. Vier Monate danach wird Veik vom Erzbischof Anastasius in Gran mit dem christlichen Namen Stefan zum König von Ungarn gekrönt. Nach dem Osterfest 1001 erwarten die Untertanen in den Dörfern und Gehöften der Abtei Pomposa voller Spannung den Kaiser. Bislang kennen sie Otto III., den Stellvertreter Christi auf Erden, nur von Erzählungen. Tatsächlich zieht sich Otto unter dem Vorwand einer Krankheit von Ravenna zum nahegelegenen Marienmünster zu Pomposa zurück. Den dortigen Abt lässt er wissen, dass er ihm ein Nachtlager bereiten soll. Der Kaiserhof in Ravenna soll annehmen, ihr Herrscher verweile zurückgezogen bei den Benediktinermönchen. Otto III. Aber lässt sich des Nachts, unbemerkt und verkleidet, von wenigen Getreuen nach Venedig rudern. Wie auf seiner Gnesenfahrt verlässt er sein Reich, um durch einen Freundschaftsbund einen benachbarten Fürsten an sein Kaisertum zu binden. Diesmal wird er den Dogen Orseolo II. Treffen. Für dessen Sohn hat er bereits vor Jahren die Patenschaft übernommen. Über den heimlichen Venedig-Besuch äußert sich der Gesandte Johannes Diaconus. Der Hof war darüber höchst erstaunt. Er konnte es kaum glauben. Während Otto III. In Venedig weilt, bricht in Rom erneut der Aufstand los. Nun aber verschlossen die Römer die Tore. Einige von den Getreuen des Kaisers wurden schmählich ermordet. So die Worte des Augenzeugen Tangmar. Als Otto selbst vor der Aurelianischen Mauer erscheint, wird auch ihm der Zugang verwehrt. Seit Juli 1001 ist der Kaiser mit seinem Hof wieder unterwegs. Unverrichteter Dinge hat er die Belagerung der ewigen Stadt aufgeben müssen. Das rebellische Benevent jedoch hat er zerstören können. Im Dezember begibt er sich nach Umbrien, um im nächsten Jahr den Undank der Römer mit einem großen Heer zu vergelten. Im Dezember zieht Otto in die Bischofsstadt Todi ein, wo Papst Silvester II. Eine Synode einberufen hat. Zusammen mit dem Kaiser will er über die Aufhebung des Merseburger Bistums und den Streit um Gandersheim beratschlagen. Zu einer endgültigen Lösung wird es nicht kommen. Zudem erfährt Otto, dass der getreue Markgraf Hugo von Tuscien verstorben ist. Durch den Tod seines mächtigsten Vasallen in Reichsitalien rückt die Eroberung Roms in weite Ferne. Markgraf Arduin von Ivrea und andere Feinde des Kaisers gewinnen mehr und mehr an Boden. An Weihnachten 1001 betritt der Kaiser den Dom zu Todi mit schwerem Herzen. Wegen der veränderten politischen Lage, wegen der ungelösten Probleme in der Reichskirche. Papst Silvester II. Zelebriert die Messe. Der da ist Alpha und Omega, erbarme sich unser. Er verleihe uns für weniges viel, für Zeitliches die Ewigkeit.
In Todi fühlt sich Otto III. Nicht sicher. Er wählt im Januar 1002 die auf einem bewaldeten Felsrücken erbaute Burg Paterno, nordwestlich vom Berg Soracte, zu seinem Winterquartier. Hier erkrankt der 21-jährige Kaiser, gequält von Hautausschlägen, geschüttelt von Fieberanfällen. Zu dieser Zeit des Winters 1002 starb der milde Otto ohne Kinder. Oh weh, er starb, als man es nicht erwartete. Er, der große Kaiser, in einer engen Burg. Weder Lanze noch des Schwertes Schärfe vermochten ihn der Hand des Todes zu entreißen. Das Reich Ottos beginnt sich aufzulösen. In Italien bricht der offene Kampf aus. Im Osten verwüsten die Slawen Städte und Dörfer. Laut klagt die Welt. Es trauere die Kirche. Kein Lied erklinge in Rom. Weheklage sei im Palast. Der Hingang des Kaisers zerstört die Ordnung der Zeit.